irgendwie berichtet ja auch in den Medien nur noch über den Russlandkrieg. Dabei stecken wir eigentlich noch mitten im Krieg gegen Corona. Und wir müssen jetzt noch mal solidarisch sein und noch mal alle einfach die Maske weitertragen. Man fühlt sich doch eh so nackt ohne Maske, oder? Das stimmt. Haben schon viele unterschrieben. Ja? Ja. Okay, dann mache ich auch. Wenn ich mich abends vor den Fernseher setze, um die Tagesschau zu gucken, habe ich immer noch die Maske auf. Gibt's echt Tagesschau? Ja klar, immer, jeden Abend. Ich muss auch, hier, muss gucken, was Karl Lauterbach sagt. Ich bin eh so eine Person, die nicht wirklich an Corona glaubt. Ich bin zum Beispiel nicht geimpft. Was? Es gibt, ich muss direkt Abstand halten. Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV, heute vom Hamburger Jungfernstieg. Hamburg ist das einzige Bundesland, wo die Maskenpflicht noch besteht aufgrund der Hotspot-Regelung, allerdings nur noch bis zum Ende des Monats, weil wir laut Lauterbach die absolute Killer-Variante im Anmarsch haben und weil wir uns ja natürlich immer noch im Krieg gegen Corona befinden, sind wir heute mit einer Unterschriftenliste hier am Hamburger Jungfernstieg unterwegs und der versteckten Kamera und wollen mal schauen, wie sehr die Hamburger eigentlich an ihrer Maske hängen. Hallo, darf ich euch kurz anschnacken? Ich bin auf der Suche nach Leuten, die unterschreiben für die Aufrechterhaltung der Maskenpflicht in Innenräumen. Nein, das schreiben wir nicht. Warum nicht? Wir brauchen die Maske weiterhin. Ich brauche nur noch 400 Unterschriften. 400? Ja, und ich bin hier schon die ganzen Tage unterwegs. Ich habe schon annähernd 10.000 hier gesammelt, damit die Maskenpflicht auch über den 1. Mai hinaus bestehen bleibt. Einfach am besten für immer. Weil die Maske, die schützt uns ja, ne? Du hast die auch schon halb auf, das ist gut, noch ein bisschen höher, aber noch besser. Soll man die weiter tragen? Nein. Du findest, man soll die besser abnehmen? Abnehmen, ja. Warum? Das nervt manchmal. Ja, okay, aber es schützt uns ja auch, ne? Also ich meine, ja. Hamburg ist das letzte Bundesland, wo man die Maske in Innenräumen noch tragen muss. Das ist ja auch wichtig. Ja, in der Bahn verstehe ich und im Mall auch verstehe ich, aber nicht auf dem Weg. So. Nee, ich sammle auch nur für die hier Innenräume, ne? Wie Supermarkt, U-Bahn, Kino, Theater und so weiter und so fort. Wie siehst du das da? Bei mir unterschreibe ich nicht leider. Okay, deswegen. Bist du so ein Querdenker? Bist du hier so ein Verschwörungstheoretiker? Glaube ich, sieht schon verdächtig danach aus, ne? Aber wir können nein sagen, also sollen die Leute Maske tragen, aber unterschreiben wir leider nicht, deswegen. Also okay, ja, weiß ich Bescheid. Ja. Tschüss. Würdet ihr auch unterschreiben? Ich ziehe gespalten. Also Maskenpflicht finde ich gut, gerade in Öffis. Aber ich finde gerade öffentliche Bereiche, andere öffentliche Bereiche etc. muss nicht sein. Ja, also bei euch gibt es schon keine Maskenpflicht mehr. Und wie findet ihr das? Gut, ja, ich bin ja absolut für die Maske, ne? Wir haben ja Corona noch nicht, wir haben Corona noch nicht besiegt und wir sitzen im Herbst uns alle wieder im Lockdown, ne? Ihr müsst alle die Maske aufsetzen. Die ganze Klasse bin ich dafür. Wenn ich jetzt hier von euch 25 Unterschriften kriegen könnte, das wäre der Hammer. Nee, das ist der Hammer, gell? Ja. Ich glaube, die bekommen sie nicht von allen. Nein, aber habt ihr keine Angst vor Corona? Aber warum haben sie denn keine Maske auf? Habe ich heute abgenommen. Sonst trage ich die wirklich immer. Das war eine gute Frage. Sehr intelligent. Ich trage die sonst immer, die Maske. Ich habe die nur heute abgenommen. Nee, also ich finde das an dieser Stelle, wir müssen einen verantwortbaren Umgang haben. Ich habe immer einen neuen Stift. Und ein verantwortbarer Umgang heißt für mich nicht, dass wir jetzt generell alle hier im Freien mit Maske rumlaufen. Nein. Das kann ja einfach jeder tragen, der einen tragen möchte. Das kann man ja, der tragen möchte, kann ja tragen. Aber hier, wir sind ja die Querdenker-Hochburg. Ne? In Hamburg sind so viele von diesen Verschwörungstheoretikern. Das hat irgendwann was mit Medizin und Nachdenken zu tun. Das denke ich, da gibt es eine. Die Wahrheit liegt nicht in der einen Linie. Die Wahrheit liegt nicht in der einen Linie. Ich bin überhaupt keiner, der neue Narrative erfindet. Aber ich glaube eben nicht, dass es die. Außerdem sind wir unterwegs zum Essen. Wir haben Hunger. Ich muss noch kurz was klarstellen. Ich bin auch gar nicht für die Maske. Wir drehen da hinten mit versteckter Kamera und ich habe hier ein Mikrofon und ich bin absolut dagegen. Und habt ihr bei euch in Schleswig-Holstein keine Angst, jetzt so ohne die Maske, dass es überall die Zahlen wieder hochploppen? Nein? Ich bin eh so eine Person, die nicht wirklich an Corona glaubt. Ah, so eine wirst du. Ja, weil ich noch nie Corona hatte, obwohl ich mit Leuten auch war, die halt Corona hatten. Ja. Und das da zu dem Zeitpunkt nicht wusste und deswegen. Und habt ihr euch impfen lassen? Nein. Oh, ah, okay. Ja, und wie sieht es so in eurem Umfeld aus? Sind da viele geimpft? Ja, doch schon. Und was sagen die dazu, dass ihr euch nicht habt impfen lassen?
Also manche verstehen es, aber manche finden auch. Der Grund dafür ist, dass wir uns eigentlich impfen lassen sollen, was unsere Freunde sagen, halt, wo das so war, 2G, weil wir halt nirgendwo reinkamen und so. Ach krass, ja genau. Und habt ihr es trotzdem durchgehalten? Ja, mussten wir, ja. Wir drehen mit versteckter Kamera gerade und gucken, wie viele Leute dafür sind, so, dass man die Maskenpflicht weiter hat. Die Kamera ist da hinten. Also ich bin da genau eurer Meinung. Hallo! Ja, er vielleicht auch, wir werden es rausfinden. Vielleicht. Also, Prinzessin, sie passt für mich. Ja, also ich finde das gut, dass ihr das durchhaltet. Bleibt stark, Nacht. Wir müssen alle zusammenhalten und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Eine Nacht. Zusammen schlafen, ne? Wir beide. Ganze Nacht schlafen zusammen. Nein, leider nein. Tut mir leid. Ich bin auch hier gerade und habe zu tun. Okay, ein Foto. Nein, auch kein Foto, auch kein Foto. Nein, 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 kein Foto. Vielen Dank. Ja, tschüss. Hallo. Ihr habt doch bestimmt auch keine Lust, im Herbst wieder im Lockdown zu landen. Ab Ende des Monats soll ja die Maskenpflicht hier in Hamburg entfallen. Und ich bin dafür, dass wir die Maske einfach das ganze Jahr weitertragen. Du auch? Ja. Nein, weitertragen? Ja, auf jeden Fall. Nein, ich will nicht weitertragen. Nein? Stopp, warum nicht? Das ist doch wichtig. Ich meine, sonst sind wir im Herbst wieder im Lockdown. Die Pandemie haben wir ja noch gar nicht besiegt. Wir sind ja mitten im Krieg gegen Corona. Also das heißt, wenn wir wenn du unterschreibst, dann tragen wir die Maske einfach weiter. Ich gebe das bei Peter Tschentscher, bei dem Bürgermeister ab von Hamburg. Weil es ist doch, Corona ist doch immer noch da. Ich habe eine Frage, seit wann bist du hier? Das ist meine dritte Seite. Haben schon viele unterschrieben. Ja? Ja. Okay, dann mache ich auch. Wann viele unterschreiben, dann unterschreibst du auch? Genau. Ja, so sind die Hamburger. Genau. Das ist gut. Und wo ist deine Maske jetzt? Trägst du die draußen nicht? Ich habe die heute zum ersten Mal abgenommen. Ich trage die sonst immer, wenn ich aus der Tür rausgehe. Ja. Ihr nicht? Nein? Vielen Dank. Bitteschön. Gut. Schönen Tag noch. Wie geil ist, wenn alle unterschreiben, dann mache ich auch. Sie wollen die Maske nicht mehr weiter tragen? Ja. Warum? Warum? Corona ist gefährlich. Wenn wir die Maske jetzt fallen lassen, ist das, was wir in den letzten 2 Jahren erreicht haben, alles für die Katz. Nee, glaub ich nicht. Dann gehen die Zahlen wieder nach oben. Wir müssen jetzt einmal wieder Solidarität zeigen. Noch einmal. Nein? Nicht mit uns. No. Warum? Weil ich glaube, dass jetzt diese Zepa nicht so gefährlich ist. Es ist wie eine Erkältung. Aber Karl Lauterbach sagt, dass jetzt eine richtige Killer-Variante kommt. Ja, natürlich, das haben wir auch gehört. Und aber auch noch ein Wissenschaftler aus Hamburg, leider weiß ich nicht mehr, wie er heißt, hat gesagt, dass es nicht stimmt. Aber der glaubt, dass Karl Lauterbach lügt. Aber lügt nicht. Sich irrt. Es sind verbreitet vielleicht jetzt Angst. Nicht nur Angst, sondern da muss man abwarten. Aber die Sache ist, die meisten Leute sind geimpft. Also wir sind geimpft, wir haben alles gemacht. Und wenn es eine vierte kommt, werden wir es auch tun. Wir haben alles gemacht und es sind viele Sachen, die überhaupt keinen Sinn machen. Wir sind nicht so radikal, dass wir denken, okay, er lügt. Natürlich nicht, aber letztendlich... No. Oder du kannst auch entscheiden. Trotzdem bewahre ich meine Maske, weil vielleicht ja kommt. Absolut, das ist also ein sehr guter Punkt. Also ich glaube tatsächlich, wir haben was gelernt und zwar, wenn ich krank bin, dann werde ich meine Maske einsetzen, definitiv. Ja. Weil ich möchte auch nicht die anderen, so wie die Japaner, die jahrelang das gemacht haben. Ja. Aber es muss und manchmal ohne richtig zu denken. Und die anderen, die machen es einfach so, weil irgendjemand hat gesagt, wir müssen das so machen, aber keiner denkt. Ja, aber die Impfpflicht wurde ja auch schon abgelehnt. Ne? Es sollte ja eine Impfpflicht geben, die ist ja leider nicht durchgegangen. Und gerade hier in Hamburg. Das finden wir zum Beispiel schade. Wir kommen aus Ländern, wo Impfpflicht Pflicht ist und das hätten wir gut gefunden. Gefunden als die Maske zum Beispiel. Also dass alle sich impfen lassen müssen, ob sie wollen oder nicht? Müssen. Okay, aus welchem Land kommt ihr? Südamerika. Und da gibt es Impfpflicht für Corona? Für alles gibt es Impfpflicht, auch für die Kinder. Also, eigentlich in Guatemala nicht. In Guatemala ist es schade, weil ganz viele Leute wollen sich impfen. Aber es gibt keinen Impfstoff. Genau, das ist ein Luxus, dass man sich das impfen lässt. Das ist echt lassen. Schade. Also, seid ihr für die Maskenpflicht oder findet ihr das gut, dass man die hier auch in Hamburg bald abnehmen darf? Ja, ich muss ohne Maske. Ohne Maske findest du besser? Ja, natürlich. Warum?
Aber Corona ist doch noch da. Also ich meine, überall wird nur noch von Putin berichtet, aber wir stecken mitten im Krieg gegen Corona. Kann ich sagen, du? Ja, klar. Ja. Weißt du, das ist nicht so Deutschland. Zum Beispiel in den USA, in England, alles ist Corona. Ja, wir sind in einer globalen Pandemie. Ja, stimmt. Ich glaube, in Corona immer ist da. Ja, glaube ich auch. Das gleiche kalt. Wissen Sie gerade, dass Sie aufgenommen werden? Hat sie Sie unterrichtet? Von da hinten? Ich würde Sie mal fragen. Ja. Also Corona ist immer da? Ich glaube, Corona ist immer da. Wie eine Erkältung. Aber Corona ist doch gefährlicher, oder? Nee, jetzt ist nicht. Nein? Ich glaube, meine Frau hat zweimal Erfahrung mit Corona. Echt? Ja. Und überlebt. Und wie war es für Sie? Alles gut. Ja? Ich habe auch. Haben Sie sich angesteckt bei Ihrer Frau? Ja. Meine Mutter auch. Meine Schwiegermutter auch. Mein Sohn auch. Das war ein bisschen schlecht, aber jetzt ist gleiche Erkältung. Also keine Maske mehr? Keine Maske. Und haben Sie sich auch impfen lassen? Ja. Okay. Ich war dreimal, meine Frau auch dreimal. Und trotzdem zweimal Corona gekriegt? Ja, natürlich. Okay. Ich glaube, jetzt Corona ist gleiche Erkältung. Immer ist immer da. Das Maske nicht funktioniert. Warum das Maske machen? Sag mal ehrlich, was machst du? Ich sammle Unterschriften für die Aufrechterhaltung der Maskenpflicht in Innenräumen, auch über den April hinaus. Weil, warum? Ja, ich will, dass wir die Maske weitertragen, weil ich habe Angst vor Corona. Ich habe jetzt mich viermal impfen lassen, zweites Mal geboostert bin ich und in zwei, drei Monaten gehe ich zur fünften Impfung. Und ich will die Maske einfach immer tragen am liebsten. Ich habe die heute zum ersten Mal abgenommen. Eigentlich gehe ich aus der Wohnung, Maske auf, gehe ich wieder nach Hause, habe manchmal noch die Maske, wenn ich mich abends vor den Fernseher setze, um die Tagesschau zu gucken, habe ich immer noch die Maske auf. Das ist echt Tagesschau? Ja klar, immer, jeden Abend. Ich muss auch, hier, muss gucken, was Karl Lauterbach sagt. Peter Tschentscher und Karl Lauterbach sind meine Helden. Das sind die einzigen, die irgendwie noch was Richtiges zu sagen haben. Da gibt es ja, weiß ich nicht, es gibt so viele Experten. Ja, aber du musst doch mal so vorstellen, der schwedische Weg war der idealste für alle. Der schwedische Weg war der idealste für alle. Warum? Warum? Weil dadurch die natürliche Herdenimmunität herrscht. Wir wissen immer noch nicht. Ich finde es komisch, dass ja so viele Leute geimpft sind und die Zahlen so hoch sind. Also dann bringt ja die Impfung anscheinend auch trotzdem nichts. Ich glaube, es bringt ganz viel, weil du stirbst nicht. Also die Verläufe, also zum Beispiel in dieser letzten Welle, ganz viele Leute, also es ist ein Wunder, dass ich das nicht bekomme oder vielleicht hatte ich das auch. Aber der Verlauf ist wie ein... Ist das denn der Verdienst der Impfung wirklich? Oder ist das einfach jetzt einfach eine milde Variante? Nein, ich glaube schon, dass die Impfung das ist meine Meinung. Ich war schon geboostert und dann einen Monat später hatte ich Corona. Und dann zwar 10 Tage lang war ich platt. Echt? Richtig platt. Also glaubst du, die Impfung hat dir trotzdem was gebracht? Nein. Ich dachte nur in dem Moment, wow. Und ich bin Gott sei Dank geimpft. Was wäre, wenn ich nicht geimpft wäre? Ja. Das war mein Gedanke. Ich glaube auch. Aber anderen waren auch geimpft, die hatten auch nur Schnupfen. Also jeder Körper reagiert anders. Ich bin super gesund, ich bin nie krank, solche Grippen, solche Sachen. Nimmst du eigentlich nicht mit? Habe ich nie. Einmal im Jahr bin ich erkältet und das war's. Deswegen dachte ich, ach, wenn ich Corona habe, dann ist es bestimmt ganz mild. Und bei mir ist es ausgenockt. So richtig. Wo ich dachte, wow. Aber vielleicht ist es ein Wunsch, denke, aber ich denke, geimpft, werde ich nicht so töten, sagen wir mal. Oder so als Placebo-Effekt, meinst du? Ich weiß es. Wir werden es nicht rausfinden. Aber okay, genau, ich frage mal noch andere Leute. Es gibt bestimmt noch vernünftige. Ja. Schönen Tag noch. Ja, tschüss. Ich suche Leute, die unterschreiben, dass die Maskenpflicht weiterhin bestehen bleibt, auch über den 1. Mai hinaus. Und ihr seht so aus, als ob ihr auch dafür wärt. Ja. Ja? Also nein. Ihr seid dagegen? Ja. Was? Wie kommt das denn? Ich habe keine Lust mehr auf die Maske, das ist so anstrengend. Ja, aber ich meine, Corona haben wir nicht überstanden, ne? Wir sind noch mitten im Krieg. Stimmt auch. So, und wir müssen schon die Maske weitertragen. Also Karl Lauterbach sagt das ja auch, so eine richtige Killer-Variante jetzt auf dem Vormarsch. Ja. Also müssen wir uns doch irgendwie schützen.
Ja, verstehe ich schon, aber... Seid ihr welche von diesen Verschwörungstheoretikern? Ja. Ja? Ach, solche seid ihr, okay. Ja, die gibt es ja zuhauf in Hamburg. Wegen denen sammle ich hier die Unterschriften, ne? Oh. Also gegen die quasi. Gegen seid, ihr, seid ihr auch nicht geimpft? Doch, doch. Das ach, das immerhin, ja. Seid ihr nur so halbe? Da sind, rausgehen. Ach, das ist der Grund, der einzige. Oh. Und wie oft habt ihr euch impfen lassen? Dreimal dann auch? Ja. Du, dreimal ist zweimal. Ja, okay. Und würdet ihr euch nochmal impfen lassen? Nein, ich nein. Ich ah. Schon, mir ist egal. Warum? Raus. Echt? Ja. Und du dich nicht mehr? Und warum? Hattest du eine Impfreaktion? Ich konnte meinen Bein gar nicht bewegen. Also ich war wirklich schlecht bei der dritten Impfung. Und ich habe es ehrlich nur getan, damit ich da und da reingehen kann, ne? Aber nee. Und hattest du keine Angst vor den Nebenwirkungen? Doch, schon. Hatte ich ja. Also ich hatte Fieber, Kopfschmerzen, alles. Aber erst bei der dritten Impfung? Erst bei der dritten. Und was ist, wenn jetzt es im Herbst heißt, du darfst nicht mehr in den Club oder nicht mehr in den Laden gehen, wenn du nicht noch eine vierte Impfung hast? Ich das, aber ich will nicht impfen. Echt? Vorbei bei mir, ja. Okay. Echt? Ja, ich impfe gar nicht mehr. Und was ist, wenn du das hörst von deiner Freundin, dass sie so krasse Nebenwirkungen hat? Hast du dann keine Angst? Nee. Ich habe auch nichts Angst. Ich denke mir so, okay, wenn es passiert, dann passiert es halt. Was soll ich machen? Und wo wäre deine Grenze? Würdest du dich so alle drei Monate impfen lassen? Für auf Party und so und in Läden? Echt? Ja. Ja, du bist ja cool. Ja, gut. Okay, dann schönen Tag noch. Tschüss. Ja, was soll ich machen? Unterschreiben, weil wir müssen ja weiter die Maske tragen, ne? Ach so, aber ich will nicht. Ach, Sie wollen nicht? Nein. Warum nicht? Ich hab ja. Aber es ist ja immer noch Corona, ist hier immer noch allgegenwärtig, so, ja, überall, ist gefährlich. Ich habe einmal bekommen, Corona war für mich wie eine normale Grippe. Ah, okay, und ja, was ist mit euch? Ihr auch nicht? Auch nicht, diesen. Ach. Ja. Okay, aber es soll eine gefährliche Killer-Variante jetzt auf dem Weg sein schon, ne? Ja, das hat Karl Lauterbach gesagt. Das ist immer, es gibt immer was, jedes Jahrhundert gibt es immer irgendeine Krankheit. Ja, jede Ding. Okay, ja. Tschüss. Guck mal, wirklich, das ist jetzt kein Spaß. Ich war heute bei Hornbach, ich bin oft bei Hornbach, weil ich bin nebenbei Fliesenleger. Da war ein Kollege, ich so, oh, wie geht's dir, alles klar bei dir? Er sagt, du weißt gar nicht, was mir passiert ist. Ich habe vor 3 Wochen meine Drittimpfung bekommen und habe jetzt eine Herzmuskelentzündung. Ich habe jetzt Myokarditis. Also ich darf jetzt ein halbes Jahr lang keinen Sport mehr machen. Ich muss Tabletten nehmen. Ich mein, das kann er ja auch so bekommen haben. Naja, welchen Zusammenhang gibt das mit dieser Impfung? Die Impfung? 2 Wochen nach seiner Impfung. Ein junger Mensch. Myokarditis, das ist ja das häufige Problem bei den Impfungen. Aber ja, aber es muss ja immer ein bisschen, ein paar haben immer eine Nebenwirkung, ne? Klar. Nur weniger. Ich sag ja, ich bin nicht gegen das Impfen. Ich bin zum Beispiel nicht geimpft. Was? Nein. Ich muss direkt Abstand halten. Du kannst doch genauso gut der Träger sein. Du hast dich jetzt. Ja, aber ich bin ja geimpft. Ich hatte schon 4 Impfungen. Aber trotzdem. Du bist jetzt nicht geimpft, das kann ich gar nicht tolerieren, ja, sowas. Aber wir müssen ja solidarisch sein. Also ich muss ja mittlerweile tolerant gegenüber Geimpften und Ungeimpften. Also man muss ja Toleranz haben gegenüber irgendwie. Nee, ich habe keine Toleranz für Ungeimpfte, muss ich sagen. Toleranz gegenüber. Weil wir müssen ja solidarisch sein. Es gibt ja auch Leute, also ich meine, was ist denn mit denen, die sich nicht impfen lassen können? Und die Alten und die Kinder und so, für die musst du dich ja impfen lassen. Das Leben ist halt einfach so. Nee, da finde ich nicht. Da müssen alle, also wenn du dich nicht für dich impfst, dann musst du dich halt für die Leute in Afrika oder so impfen. Aber du kannst ihn ja genauso gut weiterverbreiten. Nee. Hä? Nee, also. 83% der Menschen sind geimpft, denen auf die Intensivstation gehen. 83%. Wer sagt das? Ich sag das. Ja. Aber bestimmt nicht das Robert-Koch-Institut. Das ist ja Quatsch. Also bei der Tagesschau, da sind immer die ungeimpften Zahlen sind immer am höchsten. Und das ist der Quelle, der ich glaube. Also, ich würde mich gern kurz mit Ihnen unterhalten. Ihre Schwester hat gesagt, Sie wären genau die richtige Kandidatin für mich. Sie haben sich nicht gegen Coronavirus impfen lassen. Das ist mein Lieblingsthema. Da würde ich ja gerne mal ganz kurz Ihre Meinung zu hören. Warum haben Sie sich nicht impfen lassen? Warum mehr jetzt nicht wissen? Das interessiert mich. Wo kommen Sie her? Aus Hamburg. Ja, aber... Meinen Sie jetzt, warum ich hier die Unterschriften... Achso, ich bin von der Bürgerinitiative Bergedorf und ich bin dafür, dass wir über den April hinaus die Maskenpflicht in den Innenräumen weiter aufrechterhalten. Und dafür sammle ich Unterschriften, damit wir im Lockdown, im Herbst nicht wieder im Lockdown sitzen. Alle Welt irgendwie berichtet ja auch in den Medien nur noch über den Russlandkrieg. Dabei stecken wir eigentlich noch mitten im Krieg gegen Corona. Und wir müssen jetzt noch mal solidarisch sein und noch mal alle einfach die Maske weitertragen. Man fühlt sich doch eh so nackt ohne Maske, oder? Bestimmt. Ja. Ja.
Ihre Schwester auch. Wo seid ihr jetzt mit einem Impfzentrum dort? Ja, da habe ich nur gesagt, es gibt in Hamburg auch so viele, die ungeimpft sind und so viele, die auf diese Querdenker-Demos gehen. Da muss man irgendwie gegen anwirken. Das gibt es aber in München genauso. Ja? Ja, diese Verschwörungstheoretiker, die glauben, die Impfung bringt nichts und so. Haben wir eh schon ausgerichtet. Ich denke, Leute sollten es an sich selber entscheiden. Andererseits stimme ich schon zu, dass es Sinn macht, eine Maskenpflicht irgendwo. Also ich bin schon dafür, dass man die gar nicht, also dass man die gar nicht mehr abnimmt, dass wir die einfach immer in Innenräumen zumindest auflassen. Ja, ich, Corona kann ich verstehen, aber andere keine brauchen die ja. Und deswegen glaube ich, so ein Stück weit brauchen wir auch Infektionen und so weiter. Okay. Allerdings kann ich jetzt verstehen, dass es bei Corona eine sehr sinnvolle Maßnahme ist. Ja, und gerade hier in Hamburg gibt es ja so viele von diesen Querdenkern und ständig diese Demos und so. Da muss man ja irgendwie so ein bisschen entgegenwirken, oder? Ja, als Gegengewicht. Das ist gut. Ich glaube, das ist Spiele. Ja, das glauben, das ist einfach nur. Ja. Die wollten uns einen Scherz mit uns machen mit dieser Maske. Ja. Ich glaube, das ist Spielen. Das ist. Entschuldigung, das ist Scheiße. Ich habe Wirtschaft studiert. Ich habe Finanz- und Rechnungswesen studiert. Und dann bist du nicht geimpft? Nein. Ich dachte alle. Ich bin schon längst fertig. Ja, ich dachte. Ich bin schon längst fertig. So. Und die Wirtschaft kann immer nur funktionieren, wenn es Krisen gibt. Und jede Krise ist immer irgendwie hinter geplant und so eine langjährige Planung. Und genau das passiert gerade. Die Corona-Krise hat komplett den ganzen Wirtschaftsraum und die Inflation einfach so hochgebracht. Ja, aber das ist auch nicht der Ukraine-Krieg. Man verkauft uns jetzt, dass der Ukraine- und Russland-Konflikt, dass die daran schuld sind, dass wir die Inflation haben. Das stimmt doch gar nicht. Ja, aber gerade weil es hier in Hamburg so viele Querdenker gibt wie dich, deswegen müssen wir weiter die Maske tragen. Ich habe Corona gehabt. Soll ich dir jetzt mal meine Geschichte erzählen? Siehst du, wenn du geimpft gewesen wärst, hättest du das nicht bekommen. Nein, Quatsch. Der Typ gerade eben hat ja selber gesagt, er ist geimpft und hat sich bei seiner Frau angesteckt. Ich habe das schon ein bisschen so mit dem, ich habe das schon so ein bisschen mitgehört. So, und ich habe Alpha gehabt, weißt du, ich hatte leichte bis mittelstarke Grippesymptome. Ich bin in der Türkei, muss ja wieder zurück, muss mich testen lassen. Positiv, aber kein Symptom bei Delta. Ja, vielleicht. So, ich habe mir meine natürliche Herdenimmunität geholt. Und jetzt, wie fühlst du dich so ausgeschlossen von der Gesellschaft? Du darfst ja nirgendwo daran teilnehmen. Wie findest du das? Ja, das ist natürlich, das ist ja schlecht. Kein Club für dich, nix. Ich bin schon 35 Jahre. Ich brauche das alles nicht. Okay. Frau und Kinder. Ey, ich kläre dich jetzt mal auf, ne? Ich bin genau deiner Meinung. Wir drehen hinten mit versteckter Kamera, da hinten ist die. Da ganz hinten, du bist aber verpixelt, wenn du nicht möchtest, dass wir dich sehen. Ich bin auf jeden Fall zur Hölle auch nochmal. Hallo, gib mal einen Check auf deine Meinung, Mann. Ist mit der Maskenpflicht okay, das können wir ja tragen. Aber ich denke mal, weil die Leute jetzt auf die Straße gehen, haben sie eine Querdenker. Also, diese selbst ist ruhig. Das sind stinknormale Leute. Also, aber die Leute, die sich die Impfung ablehnen, was ja, man muss doch solidarisch sein und sich. Solidarisch, ja, genau. Aber solidarisch sollen die sein, die wollen die Millionen abschöpfen und dann. Also, das ist selbst das Wunder. Aber das ist halt so mit dem Impfen. Es sind sehr viele geboostert. Und die haben jetzt meistens. Corona auch. Echt? Ja. Sie werden schon ein bisschen ärgerlich, ich muss Sie kurz aufklären. Ich bin Ihrer Meinung. Immer sagen, wir haben einen Bauernhof. Haben Sie das gehört? Ich bin auch. Das kennen Sie jetzt. Das ist nur ein Vorwand, weil ich gucken möchte, wie die Leute reagieren. Wir machen eine Umfrage mit einer versteckten Kamera, die ist da hinten. Man sieht sie aber nicht. Und hier ist mein Mikrofon und ich will die Leute ein bisschen provozieren. Deswegen habe ich gesagt, es wäre schön, wenn ich mich auch mit jemandem unterhalte. Wir sind eigentlich in einem Team. Ich gehe auch auf solche Veranstaltungen. Ich bin auch ein ganz normaler Mensch. Ich verstehe Sie vollkommen. Ich wollte Sie nicht verärgern und ich wollte auch nicht respektlos sein. Aber mich ärgert das, da lasst sich dreimal impfen. Und ich kenne jemanden, ein älteres Ehepaar, die haben sich schon viermal impfen lassen und waren alle zwei das Ehepaar positiv. Und das ist ärgerlich. Ja, weil die Impfung ist, eigentlich was anderes versprochen hat. Ne? Der kleine Pieks und dann haben wir die Normalität zurück. Es gab keine Normalität. Die Maske soll aber ab Ende des Monats abgenommen werden dürfen und ich bin strikt dagegen. 1. Mai war das. Ja, also Ende diesen Monats, es ist ja April und ab 1. Mai braucht man die Maske nicht mehr. Ich bin aber dafür, dass wir die weiter tragen. Wie seht ihr das? Okay. Das muss halt jeder individuell entscheiden. Ich bin auf jeden Fall auch auf deiner Seite, Innenräumen, bei den stark belebten Räumen so, aber es ist halt fein auch in den Bundesländern, das ist ja eh immer jeden selbst überlassen. Wir kommen ja auch aus Sachsen. Ah, ihr kommt aus Sachsen, ihr müsst die Maske ja schon gar nicht mehr tragen. Nee, schon seit April. Deswegen, wir sind auf Montage hier. Dadurch ist es für uns, also es
Es ist einfach nur, du weißt gar nicht mehr, wo du dich wie irgendwo dran halten sollst. Ja, aber es ist schon besser mit der Maske, oder nicht? Ich meine, es gibt ja Experten und die sagen, es ist super gefährlich. Wir haben den Kampf gegen Corona noch nicht gewonnen. Die Zahlen sprechen für sich, die Zahlen gehen immer weiter nach oben. Wir brauchen die Maske, oder nicht? Geh ich auf jeden Fall auch mit. Ich hatte auch schon Corona. Ich kenne auch viele, die das hatten. Aber du hast es überlebt? Ja, ich habe es auch überlebt. Ich kenne auch sehr, sehr viele, die es dreimal hatten hintereinander und haben es alle überlebt und hatten kaum Krankheitsverläufe. Echt? Ja, ja. Also, wow. Ich sag mal jetzt so, der Mensch, der, oder durch die Impfungen und so, ich bin auch geimpft und alles. Die anderen waren auch alle geimpft, sind auch im Kindergarten und so unterwegs. Und die sagen sich halt auch, der Körper wird sich irgendwann mal dagegen gewöhnen. Der Mensch ist halt, sag mal, das ist ja eine riesen Abwehrkraft zu sagen. Und irgendwann mal bildet er halt so viele Antikörper, dass halt das Virus dann auch irgendwann mal. Es gibt ja auch jetzt nicht mehr so viele Fälle von Long-Covid. Na, Long-Covid gibt es immer noch, aber es ist halt, ja, das Leben muss ja irgendwo ein bisschen weitergehen. Ne? Also, Maske vorrangig mich. Also, eine FFP2-Maske, weil die Filterqualität bewiesen wurde. Ja. Wenn ich im Supermarkt und in der Bahn selber weiter eine Maske trage, werde ich nicht der Einzige sein. Und also du sagst, wir brauchen keine Maskenpflicht, weil die Leute sind vernünftig genug und tragen die einfach so weiter. Ja, ich sein, aber es ist doch, wir sind doch hier in der Querdenker-Hochburg Hamburg. Hier sind ständig diese Demos. Ja, aber daran nehmen wir ja nicht teil. Nein, sag ich ja, aber ich meine, wir müssen du bist vernünftig und trägst die Maske weiter, du auch, ich auch. Aber es gibt ja so viele Querdenker hier, ist ja schrecklich. Für die müssen wir einfach die Pflicht, glaube ich, weiter aufrechterhalten. Was machen wir mit denen? Bin ich grundsätzlich bei, aber das reicht nicht, nur an die Vernunft zu appellieren. Hier, die beiden sind vernünftig. Die haben die Maske auch draußen im Freien an. Das sollte man wahrscheinlich eigentlich überall tun. Ich nehme die eigentlich nie ab, jetzt nur heute hier, weil ich dachte, es kommt sympathischer rüber, wenn ich die nicht trage. Und dann kriege ich vielleicht mehr Unterschriften. Und warum haben Sie sich impfen lassen? Ja, das kann ich ja nicht zusagen. Du hast ständig immer gesagt, wann lässt du dich impfen? Also aus Druck? Aber nein. Nein, du hast ja gleich als erstes. Nein, da war noch gar kein Druck nicht da. Da bist du gleich zum Impfen gegangen. Nein, da war es schon. Und ich bin erst im Februar, März zum Impfen gegangen, ja, ist ja weil gegangen. Ich Angst gehabt habe. Nach einem Jahr. Du hast ja 20, also jetzt haben wir 22, 21 im März ja schon geimpft, obwohl das eigentlich am Anfang rausgekommen ist. Aber würden Sie sich nochmal impfen lassen? Nein, weil ich Allergie gekriegt habe. Von der Impfung? Ja. Echt? Ja. Wow. Und Fieber, über Scheiße beieinander. Echt? Mhm. Und was ist, wenn es heißt, wer sich nicht noch ein viertes Mal impfen lässt oder fünf? Nicht mehr. Auch wenn Sie dann nichts mehr dürfen? Weil das kommt nicht. Das kommt nicht. Naja, die Impfpflicht wäre ja fast durchgegangen letztens, ja, ne? Ja, dann wären wir alle dran gewesen. Ja, ich was ich eigentlich auch ganz am Schaden finde, das sind die Grünen. Die Grünen? Genau. Und was sagen Sie zur Maske? Stört sie? Nächste Woche kann man die ja hier abnehmen in Hamburg. Ja? Ja. Okay. Finden dann Sie das gut? Nee, gut. Warum? Corona ist doch noch da. Ich weiß es nicht. Wie ist Ihr Name? Frau? Foxy. Frau Foxy. Frau Foxy. Mhm. Frau Foxy, ich habe was Neues erfahren. Was denn? Das Maske ab nächster Woche. Ja, können Sie sich merken, hat Frau Foxy Ihnen gesagt. Ab nächster Woche können Sie die Maske abnehmen. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Sie sind mir aufgefallen. Danke. Ich fand das richtig gut, Mann. Das war voll das befriedigende Video. Ja. Voll. Also Leute, erstmal, der blaue Himmel trübt. Es ist nämlich tierisch kalt in der letzten Aprilwoche hier in Hamburg. Ich friere. Ich habe jetzt eine Stunde lang hier die Leute interviewt. Und nach den Unterschriften quasi schon gebettelt und gerade zwei Menschen haben sich erbarmt und auf meinem Zettel unterschrieben. Und ich weiß nicht, ob sie das nicht eigentlich nur aus Sympathie getan haben oder aus Mitleid. Obwohl Karl Lauterbach vor der gefährlichen Killer-Variante warnt und sich ganz klar für die Maskenpflicht ausspricht, auch weiterhin in Innenräumen und am besten auch draußen, werden die Hamburger langsam leichtsinnig und, ob man es glaubt oder nicht, kritisch. Also ich bin gespannt, wie das alles weitergeht. Ich werde für euch dranbleiben. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann.